Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Erst kommt ja immer das Unboxing, dann kommt die Review. Es geht diesmal um die Rollei Youngster Action Cam. Das ist eine Action Cam im unteren Preissegment, nachdem ich natürlich schon einige andere Action Cams getestet habe, wurde ich auf diese Cam aufmerksam gemacht durch euch. Und jetzt wollte ich die einfach mal testen und dann im Vergleich mit anderen Cams euch einmal darstellen. Gucken wir uns doch einfach mal an, was hier so alles in der Verpackung drin ist. Zunächst einmal sehen wir hier zwei Komponenten. Einmal die Action Cam, welche sich schon soweit ersichtlich im Unterwassergehäuse befindet, was im Lieferumfang enthalten ist, was ich sehr, sehr gut finde. Hier sehen wir zwei Taster, schon mal das vorweg. Die Action Cam ist in diesem Gehäuse drin. Die werden wir dann auch in der Review uns mal genau anschauen. Dann haben wir hier noch sozusagen einen Zubehörkarton, wo noch einige Sachen drin sein dürften. Unter anderem wird mitgeliefert natürlich ein USB-Kabel, mit der wir die Action Cam an den PC oder Mac anschließen können. Dann haben wir hier noch eine Art Fahrradhalterung. Wie genau diese funktionieren wird, das werden wir uns dann auch in der Review einmal anschauen. Und was noch mitgeliefert wird, ist unter anderem ein Handbuch mit verschiedenen Zertifikaten drin. Dann natürlich noch die Bedienungsanleitung und noch ein bisschen Werbung. Alles andere, was noch drin ist, sind sozusagen Saugnäpfe bzw. hier Klebepads, mit der wir dann die HD Action Cam zumindest in der Theorie an einigen Sachen befestigen können. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns natürlich auch in der Review anschauen. Das soll es erstmal gewesen sein vom Unboxing. Die Review zu dieser Rollei Action Cam Youngster kommt dann in den nächsten Tagen. Ich bin gespannt, was die Cam so alles leisten kann. Dann natürlich auch hier mit diesem Video verlinkt. Bis dahin hoffe ich, es hat euch gefallen beim Unboxing. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß dann auch mit der Review. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video. Peace.